So, da sind wir auch schon wieder zurück, denn ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Bevor wir in den Shop reingehen, erstmal danke an alle, die dauernd im Stream mit dabei sind. Wirklich, es macht immer noch Spaß mit euch zu streamen, aber YouTube ist halt wirklich so inzwischen, ich habe mehr Bock, euch die Informationen zu geben. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich dann ab und an mal nicht live streame oder nicht so lange oder gerade das mache, worauf ich Lust habe. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für den ständigen Support. So, ich würde sagen, wir gehen rein, denn heute ist viel los. Sagen wir es mal so. So, gucken wir uns erstmal hier das komplette Paket an. Einmal Glitter mit drin. So, dann haben wir Remix nämlich auch mit drin. Dann wie gesagt Glitter. Dann der Bush Ranger in den vielen Varianten, die er inzwischen hat. Der ist ja kunterbunt inzwischen. Ich habe den Skin ja geschenkt bekommen damals. Auf jeden Fall danke auch dafür. Also alle drei Sachen geschenkt bekommen. Ich könnte mir jetzt die zwei Emotes hier noch gönnen für 200 V-Bucks, aber ihr wisst ja, ich muss sparen. So, was haben wir des Weiteren drin? Vertex ist wieder zurück. Hatten wir aber vor kurzem erst drin. Rasierschnittig ist drin. Einmal kurz. Werkzeugeffekt. So, das hier ist nochmal der Skin. Mit passendem Rückmaß zwar natürlich. Dann die Pickaxe. Dann der Kleiter. Gott. Manchmal die Kleiter. Naja. Dann Osmodeus. Heißt der Osmodeus? Ja. Okay, kann man mal so machen. Dann haben wir Callisto mit drin. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Gott, Season 9, wie die Zeit vergeht. Dann Doppelschläger mit drin. Dann Fledermausi. Das ist ein cooler Kleider. Der ist irgendwie nice. Aber natürlich nur von vorne. Man sieht ihn ja eigentlich dann nur so. Und dann ist wieder Lost. So, dann Rabatz ist auch wieder zurück aus Season 6. Dann die weibliche Variante davon, Wahnsinn. Ne, der Skin ist auch nice. Hat irgendwie was. Dann haben wir die Schrottdüse mit drin. Ah ja. Und Splitterschlag. Dann, jetzt kommt's. Ich habe eben schon geguckt, Kollegen von mir, also was heißt Kollegen, aber YouTube, die auch Shop-Videos machen. Der Skin hier war sage und schreibe 600 Tage nicht im Shop. Der ist wirklich selten. Obwohl Season 3, das kommt mir vor, als wäre das gar nicht so lange her. Aber daran sieht man mal, wie schnell, wie gesagt, die Zeit vergeht. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Ja, der Skin ist schon nice. Also er ist halt total anders als das, was wir bis jetzt hatten. So, dann Sonnenblume zurück. Oh mein, 800 V-Bucks Skin, den ich nicht habe. Lol, es gibt es noch. Dann haben wir Blumentag drin, natürlich mit Waffeneffekt, ja, wunderbar. Dann haben wir Stocksauer mit drin, Season 2 Emote. Dann Knieklatscher, Season 6 Emote. Und Deckeltritt aus Season 1, oh, direkt im ersten Versuch geschafft. So, das war das. Dann haben wir natürlich immer noch Leos Spind mit drin. Das komplette Paket halt, wie gesagt, für 1,5. Ich schätze mal, für euch kostet es 1,8 irgendwie so, wegen der Pickaxe, weil ich hier schon habe. Aber da sind wir ja gestern schon drauf eingegangen. Also ist in meinen Augen nichts Besonderes. Man muss halt die Skinart auch mögen. Und des Weiteren ist natürlich das komplette Anime-Legenden-Paket noch drin. Das Pickaxe-Paket und natürlich letzter Lacher-Paket. Und Schande über mein Haupt, ich habe wieder vergessen vorher zu gucken, ob heute V-Bucks da sind. Oh nein, ich muss euch leider enttäuschen, in Rette die Welt gibt es heute keine V-Bucks. Also werde ich da oben rechts auch nicht mehr viel machen können. Erstmal danke nochmal für den ganzen Support und vergesst nicht, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.